Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Das ist... Alter, ein See unter der Erde? Das ist fantastisch. Das hätte ich nicht erwartet. Diesen riesigen unterirdischen See. Sieh mal, da hinten leuchtet etwas. Dieses Licht. Ich bin mir sicher, dass ich es schon mal gesehen habe. Ja, das ist es, jetzt habe ich's. So ein Licht haben wir auch im Nebelsee gesehen. Das heißt, dieses Licht kommt vielleicht von einem Zahnrad der Zeit. Wir müssen uns das genauer ansehen, Doki. Wow, es ist dunkel geworden. Wartet. Was? Wer seid ihr? Wer hat das gesagt? Wieso? Wieso seid ihr hier? Wieso? Wir sind hergekommen, weil wir ein Zahnrad der Zeit suchen. Haltet euch von dem Zahnrad der Zeit fern. Wenn ihr das Zahnrad der Zeit nicht in Ruhe lasst, dann werde ich euch aufhalten. Wer bist du? Ich bin Vesprit. Ich schütze hier am Untergrundsee das Zahnrad der Zeit. Du beschützt das Zahnrad der Zeit? Ich erlaube euch nicht, das Zahnrad der Zeit zu stören. Macht euch bereit. Oh nein! Jetzt müssen wir noch fighten, ey. Shit. Okay. Sehr. Sieht eine Tat. Okay. Wir machen mal einen Biss, weil es ja ein Psycho-Pokémon ist. Ja, Biss ist super. Gegenschlag daneben leider, schade. Aber Finte worked richtig gut, ey. Dunkelklau ist super. Nein! Oh, echt jetzt hat ein Biss gefehlt, wäre der davor nicht daneben gewesen. Mann. Aber ich kann euch das Zahnrad der Zeit nicht überlassen. Hör uns doch zu, wir sind nicht hier, um ein Zahnrad der Zeit zu stehlen, wirklich. Lügt mich nicht an. Selfe hat mir per Telepathie erzählt, was geschehen ist. Ich weiß, dass das Zahnrad der Zeit vom Nebelsee gestohlen wurde. Was? Selfe hat es dir gesagt? Das wart ihr, nicht wahr? Nein, wir waren es nicht. Wer ist dann verantwortlich? Das wäre dann wohl ich. Ich. Achso. Wer bist du? Reptain. Das ist Reptain, Alter. Wie habe ich Reptain nochmal gesprochen? Scheiße. Entschuldigt, aber ich werde dieses Zahnrad der Zeit mitnehmen. Lass mich durch. Ich lasse dich nicht durch. Ich lasse nicht zu, dass du das Zahnrad der Zeit mitnimmst. Dann habe ich keine Wahl. Vesprit. Du hast diesen Kampf verloren. Du hast ernsthaften Schaden davon getragen. Sei so vernünftig und übertreibe es nicht. An uns kommst du nicht vorbei. Wir lassen nicht zu, dass du das Zahnrad der Zeit nimmst. In Ordnung. Es tut mir leid. Er ist so schnell. Vergebt mir, ich wollte euch keinen Schaden zufügen. Aber ich nehme dieses Zahnrad der Zeit mit. Habe ich Raptain so gesprochen? Ich weiß es nicht mehr. Das Zahnrad der Zeit. Der Dieb hat es. Es tut mir leid. Selfe hat wohl nicht euch gemeint. Er meinte dieses Pokémon. Es tut mir leid, dass ich euch misstraut habe. Oh, wie schrecklich. Wir müssen verschwinden. Warum? Wow. Was geschieht? Ich kann dir zumindest sagen, warum es geschieht. Und zwar, weil der Dieb das Zahnrad der Zeit mitgenommen hat. Deshalb wird die Zeit in dieser Gegend... Die Zeit wird überall um den Untergrundsee herum stehen bleiben. Was? Wenn wir uns nicht beeilen, werden wir in der Zeit gefangen sein. Schnell. Rennt so schnell ihr könnt. Wow, sind wir schnell. Immerhin wurde die Karte aufgedeckt, ne?
Trockengebiete haben sich verzogen. Jo, scheiße. Geil. Nice. Wow. Wir können jetzt immer wieder zurück in den Ort, zu dem Ort, an dem die Zeit stehen geblieben ist. Das ist doch schön, oder nicht? Ist doch schön. Ist doch super. Kapitel 12. Die einzige Möglichkeit. Vielen Dank für eure Hilfe bei den Ermittlungen. Vesprit steht unter unserem Schutz. Wir garantieren für seine Sicherheit. Seine? Ist Vesprit nicht weiblich? Wir konzentrieren unsere gesamte Energie auf die Jagd nach Reptane. Wenn euch irgendwelche für den Fall relevanten Informationen zu Ohren kommen, sagt uns Bescheid. Wir müssen diesen Verbrecher mit vereinten Kräften zur Rechenschaft ziehen. Das ist alles. Nun, entschuldigt uns. Okay. Ah, sowas aber auch erstaunlich schlecht. Es kam also tief unter der Nordwüste ein See. Und dort gab es auch noch ein Zahnrad der Zeit. Genau, aber das Zahnrad der Zeit, was das Zahnrad der Zeit angeht. Reptane hat es gestohlen. Und wir haben es nicht einmal geschafft, Reptane länger aufzuhalten. Letztendlich ist es so, als hätten wir gar nichts gemacht. Oh, das ist nicht wahr. Nein, wirklich nicht. Oh ja. Oh, ihr habt tolle Arbeit geleistet, Hu. Hey, hey, das finde ich auch. Die Pokémon kann stolz auf sie sein. Aber das wirklich schade ist, wir haben keinen blassen Schimmer, wo das, was wir als nächstes tun sollen, oder? Hey, 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 wenn wir nur einen Hinweis hätten. Da muss ich zustimmen. Wo wird Reptane als nächstes zuschlagen? Wir wissen es einfach nicht. Oh, es ist so schade, dass er entkommen ist, als die Chance da war, ihn zu fangen. Wir müssen wieder ganz von vorne anfangen. Vielleicht nicht. Nicht unbedingt. Jetzt wer findest du? Es gibt einige Hinweise. Ein Zahnrad der Zeit war neben sie und wurde von Zwölfen bewacht, oder? Ein weiteres war am Untergrundsee und wurde von Vesprit bewacht. Oh, das erinnert mich daran, dass Vesprit uns etwas Interessantes erzählt hat. Vesprit wusste, dass das Zahnrad der Zeit vom Nebelsee gestohlen wurde. Self hat es per Telepathie gewarnt. Unglaublich. Ich fasse es nicht. Ich hätte es wissen sollen. Es gibt eine uralte Legende. Von Self sagt man, es sei das wissende Wesen. Und von Vesprit, es sei das fühlende Wesen. Doch es sind drei, die die spirituelle Welt repräsentieren und die Welt im Gleichgewicht erhalten. Also drei? Wir sprachen von Self und Vesprit. Also gibt es noch ein drittes Pokémon? Ja. Der dritte Teil des Trios ist Tobutz, was als das starke Wesen bekannt ist. Self und Vesprit haben beide Zahnräder der Zeit bewahrt. Also wird Tobutz womöglich auch ein Zahnrad der Zeit bewachen. Oh, verstehe. Könnten wir Tobutz finden, dann könnten wir das Zahnrad, vielleicht auch ein weiteres Zahnrad der Zeit finden. Und es besteht auch die Möglichkeit, dass der Deep Reptane auftaucht. Genau. Diese drei Pokémon, Selfie, Vesprit und Tobutz, sie sollen alle drei an Seen leben. Tatsächlich wurden sowohl Selfe als auch Vesprit an Seen getroffen. Daher glaube ich, dass Tobutz sich auch an einem See aufhält. Vergessen wir Folgendes nicht. Der See, an dem Selfe lebt, liegt auf einem hochgelegenen Plateau. Der See, an dem Vesprit lebt, liegt unter einer Wüste versteckt. In beiden Fällen befinden sich die Seen an ungewöhnlichen Orten. Der See, an dem Tobutz lebt. Er wird irgendwo sein, wo wir es am wenigsten erwarten. Jetzt verstehe ich es. Du meinst, wir sollen dort suchen, wo man normalerweise kein Wasser erwarten würde. Na, sowas aber auch. Na, Weisheit ist beeindruckend, Zwölfwitzt. Meine Bewunderung ist größer denn je. Vielen Dank. Es ist nicht der Rede wert. Oh doch, ich bewundere dich auch. Du warst es ja Zwölfwitz, der uns zuerst zur Nordwüste geführt hat. Wie sich herausgestellt hat, lag unter der Wüste ein Zahnrad der Zeit. Deine Vermutungen, Zwölfwitz, sind voll und ganz korrekt. Oh, ich muss an die anderen Orte denken, an denen wir suchten. Die östlichen Wälder und die Kristallhöhle. Diese Orte halten vielleicht
doch das ein oder andere Geheimnis vor uns versteckt. Ah, ich habe eine Idee. Mediza. Jawohl, ja, ich wurde gerufen. Aber was kann ich für dich tun? Ich habe eine Bitte. Der Kristall, den du kürzlich gefunden hast. Darf ich ihn mir kurz ausleihen? Mein Kristall? Oh, nein, wirklich nicht. Oh, das ist mein kostbarer Schatz, jawohl, ja. Natürlich, ich versichere dir, dass wir ihn dir nicht wegnehmen. Oder irgendetwas dergleichen. Und nun, Doki. Es gibt da etwas, um das ich dich bitten will, Doki. Bitte berühre den Kristall von Bidiza. Oh. Ich soll den Kristall anfassen? Wenn die Kristallhöhle noch ein Geheimnis birgt, und wenn Doki den Kristall berührt, dann wird vielleicht der dimensionale Schrei ausgelöst. Vielleicht wird es eine Vision ausgelöst. Wird eine Vision ausgelöst. Ah, ich verstehe. Darum geht es also. Dimensionaler Schrei! Was ist das? Es ist eine besondere Fähigkeit von Doki. Manchmal, wenn Doki etwas berührt, dann hat Doki eine Vision von einem Ereignis aus der Vergangenheit oder der Zukunft. Oh, war ja, wirklich? Oh. Hey, so eine Fähigkeit ist wirklich? Wegen dieser Fähigkeit von Doki will ich den Kristall unbedingt ausleihen. Bitte, leihst du ihn uns? Okay, zu so einer Begründung kann ich ja nicht Nein sagen, oh ja. Wie die reicht, okay, den Kristall. Dieser Kristall. Was will er damit zeigen? Ha. Alle sehen mir zu. Ich kann nicht, wenn mir jemand dabei zusieht. Ich weiß nicht, ob ich etwas sehen werde, aber ich muss mich konzentrieren. Ah. Konzentration. Nun, Doki? Oh. Es geht los. Ah. Dieses Schwindelgefühl kommt. Jetzt habe ich es. Das Zahn der Zeit. Nein. Du kannst es nicht mitnehmen. Niemals. Das war Reptile, man versucht, ein Zahn der Zeit zu stehlen. Da war noch ein anderes Pokémon. War es Tobots? Wie auch immer. Dieser Kristall hat eine Vision hervorgerufen. Hast du etwas gesehen, Doki? Ja, wirklich. Also, ne, Tobits und Reptilien und so. Was? Du hast gesehen, wie Reptilien ein Pokémon überwältigt hat? Ein Pokémon, das du noch nie gesehen hast? Und dann hat er versucht, ein Zahn der Zeit zu stehlen. Oh, weia, deine Fähigkeit ist wirklich spannend. Oh, ja. Oh, Donnerwetter. Oh, wie hast du das nur alles gesehen? Oh, ja. Oh, ich kann mir alles kaum vorstellen. Hey, Doki. War dieses Pokémon, das du nicht erkannt hast, vielleicht Tobots? Ja, ich glaube schon. Ich habe auch eine Frage an dich, Doki. Hast du die Frage Vergangenheit gesehen, Doki? Oder ist es etwas, das in der Zukunft geschehen wird? Wenn ich darüber nachdenke, Vision aus der Vergangenheit, Vision aus der Zukunft. Es ist nie klar, was meine Visionen zeigen. Es ist also nicht sicher, ob du die Vergangenheit oder die Zukunft gesehen hast. Tja, man kann also unmöglich sagen, ob die Zukunft, Vision die Zukunft oder die Vergangenheit gezeigt. Die Vision von Doki kann demnach durchaus aus der Vergangenheit sein. In diesem Fall wurde das Zahn der Zeit vielleicht schon gestohlen. Ah! Weißt du was, dass wir womöglich schon zu spät sind? Oh Gott. Seid bitte alle kurz still. Ja, es ist wahr, dass die Vision aus der Vergangenheit kommen könnte. Aber es könnte auch eine Vision aus der Zukunft sein. Bist du so nett und erinnerst uns daran, was Vesprit gesagt hat, Dragon? Wer hat Vesprit per Telepathie mitgeteilt, dass ein Zahn der Zeit gestohlen wurde? Wenn ich mich recht erinnere, war es Selfe, nicht? Lüg mich nicht an. Selfe hat mir per Telepathie erzählt, was geschehen ist. Ich weiß, dass das Zahnrad der Zeit vom Nebelsee gestohlen wurde. Ja, das ist ganz richtig. Aber Tobots. Diesen Namen habe ich noch nie gehört.
Der Name Tobots ist mir neu. Ich habe ihn erst heute von dir erfahren, Zwölfinst. Dann gibt es noch eine Chance. Hätte Vesprit gesagt, dass es durch Tobots von dem gestohlenen Zahnrad der Zeit erfahren habe, dann käme der dimensionale Schrei von Doki mit Sicherheit aus der Vergangenheit. Aber das hat es nicht gesagt. Vesprit hat Tobots nicht erwähnt. Es ist also möglich, dass das Ereignis erst in der Zukunft geschieht. Ich verstehe. Da ist noch eine Sache. Und die ist ganz eindeutig. Der Kristall hat bei Doki den dimensionalen Schrei bewirkt. Die Vision deutet auf die Präsenz eines Zahnarztes der Zeit hin. Das heißt, vielleicht ist das, was wir suchen, in der Kristallhöhle. Vielleicht gibt es dort einen Durchgang, der zum Zahnrad der Zeit führt. Ja, vielleicht ist es dort! Natürlich könnte es sein, dass wir schon zu spät kommen. Oder wir haben doch noch Zeit. Solange die Chance besteht, dürfen wir nicht aufgeben. Es ist die einzige Möglichkeit. Hey, absolut richtig! Wir haben keine Wahl. Wir müssen uns alles auf der Karte setzen. Alles auf diese Karte setzen. Oh ja, gut kombiniert, Zwölfinst. Ja, ich platze gleich vor Aufregen. Los, Leute, lasst uns die Kristallhöhle durchsuchen. Zwölfinst. Wir können jetzt nur eines tun, und zwar die Kristallhöhle erkunden. Gehen wir. Die ganze Gilde soll teilnehmen. Auf zur Kristallhöhle. Gildenmeister, erinnere uns. Erinnere uns an unsere Pflichten und führe uns an. Gildenmeister, hörst du uns? Hoch? Hey, ist das der Jet? Nein, ich glaube ja. Er schläft tief und fest. Mit offenen Augen, Igitt. Hieb! Ja, der Gildenmeister ist ja so charmant. So. Oh, was glaubt ihr, wie lange er schon schläft? Oh ja. Glaubt ihr, dass er vielleicht schon die ganze Zeit schläft? Oh nein, das kann nicht einfach nicht sein. Jemand könnte merken, dass der Gildenmeister schläft. Ich muss ihn irgendwie wecken. Gildenmeister! Gildenmeister! Plaudergei. Ja, Gildenmeister! Ich meine, ja, Gildenmeister. Um mich kurz zu fassen, es gab... Pokémon, wir machen uns auf die Jagd nach Reptain. Luffy! Uah! Oh, gehen wir zur Kristallhöhle. Hey, irgendwo muss ein Geheimnis geben. Muss es ein Geheimnis geben. Machen wir uns auf die andere Arbeit. Lasst uns suchen. Ich werde euch zur Kristallhöhle begleiten. Lasst uns alle unser Bestmögliches tun. Hurra! Machen wir uns auch auf den Weg, Doki. Auf zur Kristallhöhle. Ja, Mann. Aber vorher werden wir erstmal noch kurz shoppen gehen. Shoppen gehen. Und dann den Part beenden. Ich habe das Gefühl, bei Pokémon Mystery Dungeon hier ist ziemlich viel einfach nur Gerede, beziehungsweise halt storymäßig. Ja, storymäßig Gerede. Ist aber, muss ich sagen, ziemlich cool eigentlich. Blizzard. Schade, dass das keiner kann von uns. Später könnte das möglicherweise Libeldra erlernen. Aber man weiß es nicht. Braungummi ist super. Das nehmen wir mit. Belebersamen nehmen wir auch noch mit. Das Braungummi ist nämlich super für Knacklieren. Wegen Boden und so. Dim, 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 dim. So, das können wir alles wegmachen. Also lagern. Zwei Top-Elixiere. Wir haben noch 4 Belebersamen. Eieieiei. Und ich nehme gleich nochmal. Ich nehme gleich nochmal eine Sinelbeere mit. Belebersamen haben wir, glaube ich, nicht mehr, ne? Ähm.
Haben wir noch Eisendorn? Nein. Eine Sinebeere nehme ich noch bitte gerne mit. Nochmal eine Pfirsichbeere, vorsichtshalber. Man weiß ja nie. Belebersammer, wenn nicht mehr, wie es aussieht, nein. Schade. Aber wir nehmen nochmal ein Top-Elixier mit. Vorsichtshalber, wie gesagt, man weiß ja nie. Kann ja alles möglich sein, ne? Und wir haben ja den Platz. So ist es nicht. Immer auf Nummer sicher gehen, immer auf Nummer sicher gehen. Gut, Team. Haru ist noch im Team, super. Lagern wir die 6900 Poké. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns. Kann ich hier speichern? Ich kann hier speichern, ne? Ach nee, gar nicht. Nicht hier. Nicht. Man kann jetzt hier speichern, genau. An dem Wasserloch, glaube ich, war das. Genau. Ja, speichern. Gut, Leute, dann würde ich nämlich sagen, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Yeah.